Für welchen neuen Club hat sich jetzt Thomas Tuchel entschieden? Wechselt Jeremy Frimpong im Sommer zum FC Bayern? Das und vieles, vieles mehr jetzt hier nur bei uns in diesem Video. Wir starten das Video mit einer Meldung von Thomas Tuchel. Mit dem gestrigen Einzug ins Champions League Viertelfinale ging Thomas Tuchel einer sofortigen Entlassung beim FC Bayern aus dem Weg. Spätestens im Sommer trennt sich die Wege aber und Tuchel schaut sich bereits nach einem neuen Club um. Nach wie vor zieht es Thomas Tuchel zurück in die englische Premier League. Diese Präferenz nennt auch die Sportbild in ihrer heutigen Ausgabe und bringt eine Rückkehr zum FC Chelsea ins Spiel. Die Spur zu Tuchels Wunschziel Manchester United sei dagegen etwas kälter geworden, da viel auf eine weitere Zusammenarbeit mit Erik Ten Hag hindeutete. Tuchel wurde zuletzt auch schon recht Konkurrent mit einem Engagement beim FC Barcelona in Verbindung gebracht. Der 50-Jährige selbst soll aber skeptisch gegenüberstehen. Die Machtstrukturen seien mindestens genauso kompliziert wie in München, heißt es. Hinzu kommt die Sprachbarriere. Die gäbe es fraglos auch beim Wechsel nach Saudi-Arabien. Ein Job dort schließt Tuchel laut der Sport ebenso aus wie die Übernahme einer Nationalmannschaft. Der aktuelle Bayern-Coach will auch künftig weiter einen Verein trainieren. Am liebsten schon in der kommenden Saison und am allerliebsten in England. Die Geschichte von Luka Modric bei Real Madrid ist wohl auserzählt. Schluss machen will der Mittelfeldstar aber noch nicht. Aus der Türkei plant Fenerbahce und Galatasaray einen konkreten Vorstoß. Luka Modric hat angeblich bereits die Entscheidung getroffen, seinen auslaufenden Vertrag bei Real Madrid noch nicht einmal zu verlängern, um im gestandenen Fußballalter von 38 Jahren ein wohl letztes Abenteuer anzugehen. Wo dieses genau liegt, ist noch komplett offen. Gemäß von Tomasch sind Fenerbahce und Galatasaray an einer Zusammenarbeit mit Modric interessiert. Demnach planen die Istanbuler Stadtrivalen konkrete Angebote. Modric soll künftig 3,5 Millionen Euro im Jahr verdienen und einen Einjahresvertrag plus Option auf eine weitere Saison vorgelegt bekommen. Der Mittelfeldnimmersatt könnte sich sehr gut vorstellen, künftig in Istanbul zu leben, weil dort viele Freunde von ihm wohnen. Modric soll das kolportierte Interesse von Fenerbahce und Galatasaray entsprechend freuen. Konkrete Entwicklungen in dieser Personalie seien in den kommenden Tagen zu erwarten. Ob Modric zum Abschluss seiner Karriere tatsächlich in die Türkei landet, muss in den nächsten Wochen und Monaten beobachtet werden. Die Auswahl an Wechselmöglichkeiten dürfte ziemlich mannigfaltig sein. Gerüchte gab es bereits über Interessenten aus Saudi-Arabien und der nordamerikanischen Major League Soccer. Modric Ex-Club Dinamo Zagreb soll zudem Personen von Vereinsboss Mirko Barisic kürzlich Kontakt aufgenommen haben. Bis zu seinem Wechsel nach England im Jahr 2008 war er dort uneingeschränkter Stammspieler. Bei Real Madrid will man sich im Sommer auf den Linksverteidigerposition neu aufstellen. Aktuell wird die Rolle von Fernand Mendy bekleidet, doch zur neuen Saison soll Alphonso Davies den Franzosen ersetzen. Nun tauchen Spekulationen über einen möglichen Tauschdeal mit dem FC Bayern auf. Der Umbruch bei Real Madrid verläuft seit Jahren fließend und soll auch im Sommer weitergehend vorangetrieben werden. Der Anfang wird der neue Superstar Kylian Mbappé machen, der voraussichtlich ablösefrei von Paris Saint-Germain in die spanische Hauptstadt wechseln wird. Doch neben dem Franzosen soll auch die Defensive etwas umgebaut werden. Seit Monaten hat man Alphonso Davies vom FC Bayern im Visier und will den Kanadier zum neuen Linksverteidiger Nummer 1 machen. Mit dem Spieler soll man mit Berichten zufolge bereits auf einen Transfer geeinigt haben. Der 23-Jährige sei bereit, auf Geld zu verzichten, um sich dem weißen Ballett anzuschließen, heißt es. In Sachen Ablöse müsste Real allerdings mit den Münchnern verhandeln, da Davies' Vertrag noch gültig bis 2025 ist. Die Bayern stellen offenbar mindestens 60 Millionen Euro vor, womit man den Theo Hernandez-Ersatz verpflichten möchte. Reals Schmerzensgrenze soll allerdings 50 Millionen Euro sein. Daher denkt man derzeit offenbar über eine alternative Abwicklung des Transfers nach. Wie das spanische Portal El Nacional schreibt, erwägt man einen Tauschdeal zwischen Davies und Mendy. Damit hätte sich die Nachfolgesuche der Münchner ebenfalls geklärt und man hätte ihnen einen Davies-Abgang schmackhaft machen. Ob der deutsche Rekordmeister allerdings tatsächlich an Mendy interessiert ist, bleibt zunächst unklar. Schließlich wollte man, wie der neue Sportverstand Max Eber jüngst erklärte, zusammen mit dem neuen Trainer entscheiden, wie der Kader für die Zukunft aufgestellt werden soll. Ein Nachfolger für den Saisonende entscheidenden Thomas Tuchel ist bislang noch nicht gefunden. Daher wird es wohl auch in Sachen Davies und Mendy noch einige Wochen dauern, bis man vorankommt. Alan Varela ist eine der Entdeckungen der aktuellen Saison. Auch Borussia Dortmund ist auf den argentinischen Sechser aufmerksam geworden. In seiner Debütsaison für den FC Porto hat Alan Varela bereits alle Erwartungen übertroffen. Der 22-Jährige ist ein Stammplatz bei den Portugiesen sicher, ist sogar einer der besten Mittelfeldspieler der Liga. Das weckt Begehrlichkeiten. Nach FT-Informationen bemüht sich unter anderem Borussia Dortmund um den talentierten Argentinier und hat bereits seine ersten Schritte in Richtung einer Verpflichtung unternommen. Kein Wunder, schließlich passt Varela als Pass- und Zweikampfstarker Sechser perfekt ins Profil des BVB, der in der aktuellen Saison Probleme im Spielaufbau hat.
Allzu weit sind die Dortmunder in ihren Bemühungen aber noch nicht gekommen, denn die Schwarz-Gelben stehen vor zwei Problemen. Zu einem weiß FC Porto um die Qualitäten seines Mittelfeldspielers und lässt deshalb einen Punkto-Ablöse zurzeit nicht mit sich reden. Möchte sich ein Club Varela verpflichten, muss er die Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen Euro ziehen. So ist die Botschaft der Portugiesen. Für den BVB ist das natürlich nicht zu stemmen, weshalb die Verantwortlichen nun in den nächsten Wochen herausfinden müssen, ob Porto nicht doch verhandlungsbereit ist. Und da kommt das zweite Problem ins Spiel. Mit Paris Saint-Germain und dem FC Liverpool sind zwei andere Vereine an Varela interessiert, die deutlich zahlungskräftiger sind. Beide haben bereits in der Vergangenheit mehrfach bewiesen, dass sie von hohen Ablösen nicht zurückschrecken. Der BVB könnte im Vergleich dazu wohl nur mit der Aussicht auf die regelmäßige Spielzeit locken. Ein schneller Außenverteidiger von Tabellenführer Bayer Leverkusen soll den in Bayern imponieren. Das Interesse hängt aber vom neuen Trainer ab. Jeremy Frimpong vom Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen soll beim FC Bayern München hoch im Kurs stehen. Ob sich der Rekordmeister und dem feinen Außenverteidiger bemüht, soll aber vor allem den Planungen des kommenden Trainers abhängen. Der FC Bayern soll Jeremy Frimpong von Bayer Leverkusen laut Sky Sports sehr intensiv beobachten. Der niederländische Nationalspieler sei ein ganz heißer Kandidat, aber nur dann, wenn der kommende Nachfolger von Thomas Tuchel mit Dreierstar-Viererkette spielen lassen werde. Frimpong ist einer der Leistungsträger der Werkself und hat großen Anteil daran, dass Leverkusen die Bundesliga-Tabelle derzeit mit 10 Punkten Vorsprung auf die Bayern anführt. Kein Wunder also, dass er in München Begehrlichkeiten geweckt haben soll. Es ist nicht das erste Mal, dass Frimpong mit den Bayern in Verbindung gebracht wird. Aktuell sei er aber im Blickfeld der Bayern nach oben gerutscht, berichtet Sky Sport News. Frimpong wäre also hauptsächlich ein Mann, der als Schienenspieler von einer Dreikette in der Abwehr eingesetzt wird. Aktuell wird er bei den Bayern hauptsächlich mit der Viererkette gespielt. Der Nachfolger der spätestens im Sommer scheidenden Thomas Tuchel müsste also eine Systemumstellung vornehmen. Dabei könnte es sich Medienberichten zufolge um Frimpongs aktuellen Trainer Xabi Alonso handeln. Der wird auch mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht, soll angeblich aber zu einem Wechsel zum FC Bayern tendieren. Der 23-jährige alte Frimpong spielt seit 2021 für Leverkusen. Sein Vertrag läuft noch bis 2028. In der laufenden Saison kommt er in 30 Pflichtspielen auf starke 20 Scorerpunkte. Laut Sky liegt die Ausstiegsklausel für den Abwehrspieler bei 40 bis 45 Millionen Euro. Das Megatalent ist angeblich nicht mehr unverkäuflich, weil Barcelona das Geld aus einem Verkauf gut gebrauchen könnte. Der FC Barcelona denkt über einen möglichen Verkauf vom Mittelfeldtalent Petri nach. Das berichtet die spanische Zeitung AS. Demnach würden sich die Katalanen im Sommer mögliche Angebote für den 21-Jährigen genau anhören. An den Fähigkeiten des Mittelfeldmanns gäbe es bei Barca keinerlei Zweifel. Allerdings sorge Petris hohe Verletzungsanfälligkeit dafür, dass man sich in Barcelona Gedanken mache. In den vergangenen drei Jahren hatte Petri mehr als die Hälfte aller Barca-Pflichtspiele aufgrund von verschiedenen gesundheitlichen Problemen verpasst. Aktuell steht er wieder für die unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung, da er sich am Wochenende bei einer Klärungsaktion eine Oberschenkelverletzung zuzog. Petri galt beim FC Barcelona neben Gavi, Ansu Fati und Lamine Yamal zu den größten Talenten, die sich in den vergangenen Jahren durchgesetzt haben. Der 21-Jährige wurde 2021 mit dem Golden Boy Award als größtes Talent der Welt ausgezeichnet. Er soll in diesem Jahr zusammen mit den anderen Nachwuchskickern in die Lücke schließen, die Lionel Messi mit seinem Abgang zu PSG bei den Katalanen hinterlassen hatte. Petri hat einen bis 2026 gültigen Vertrag bei Barcelona, in dem er sich eine Ausstiegsklausel in Höhe von 1 Milliarde Euro befindet. Aufgrund der großen finanziellen Probleme soll Barca nun erwägen, sich Angebote für Petri anzuhören und damit ähnlich zu verfahren wie bei Ansu Fati, der ebenso oft verletzt ist und inzwischen Leihbasis für Brighton kickt. So, und jetzt seid ihr mal wieder gefragt, könnt ihr euch theoretisch Jeremy Frimpong in Zukunft beim FC Bayern sehen und findet ihr, dass er dazu passt oder sollte er bei der Werkself bleiben, noch ein Jahr dort bleiben oder er doch noch zu einem anderen Club wechseln? Was meint ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare, würde mich echt interessieren, was ihr so dazu sagt. Abonniert jetzt auch diesen Kanal hier, um keine weiteren Infos rund um Fußball News etc. nicht mehr zu verpassen. Like noch dieses Video, falls es dir gefallen hat und schreib insgesamt nochmal deine Meinung zu den heutigen Themen in die Kommentare. Jetzt werden noch meine letzten Videos eingeblendet, die kannst du dir auch nochmal anschauen, die würde ich jedem von euch empfehlen. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen, bis dann, ciao ciao.